Hallo liebe FIFA 2 Zuschauer, ich heiße André und ich stelle euch heute die 5 besten linken Verteidiger in FIFA 16 vor. Den einen oder anderen werdet ihr bestimmt kennen, wie aus der letzten Argentinien-Folge, da kannt ihr auch den einen oder anderen. Wir fangen jetzt einfach mal an und ich stelle euch hier die 5 besten vor. Das erste Talent ist Masuaku. Er spielt bei Olympiakos Piräus. Der Verein ist bei Rest der Welt, da es die griechische Liga nicht gibt. Er hat eine 74 von Anfang an, kann auch linkes Mittelfeld spielen und linker Außenverteidiger und bekommt eine 84, das heißt 10 Gesamtstärken mehr. Seine Werte sind jetzt eigentlich schon ziemlich gut für seine Stärke, besonders die physischen Werte mit Ausdauer, Antritt, Springgeschwindigkeit, beweglich ist er, hat eine gute Balance, im technischen Bereich ist er auch gerade gar nicht mal so schlecht. Ballkontrolle, Dribbling, im guten Bereich Manndeckung, Fernschüsse sogar 71 als Fernschüsse, Flanken 75, also richtig guter linker Verteidiger, defensive Werte top. Den könnte man auf jeden Fall ziemlich weit vorne spielen lassen, auch als linkes Mittelfeld. Arbeitsrate, Angriff ist ja hoch, also geht oft mit nach vorne, schwacher Fuß 2 und Spezialbewegung 2, also auf jeden Fall ist es lohnenswert, sich diesen Spieler zu holen, da er einfach nochmal 10 Gesamtstärken mehr kriegt und jetzt schon ein richtig guter Spieler ist. Nächste Talent ist Jethro Willems. Er hat eine 78, bekommt nochmal eine 86, deswegen habe ich ihn mit reingenommen. 8 Gesamtstärken mehr, ist auf jeden Fall ein richtiger Knaller. Hat schon schwacher Fuß 4 und Spezialbewegung auch 4, spielt bei PSV Eindhoven in der niederländischen Liga. Seine Werte sind bombastisch, physischer Bereich kann man nicht meckern, alles im grünen Bereich bis zum dunkelgrünen, besonders Sprungkraft 90. Da er nur 1,69 groß ist, hat er eine Sprungkraft von 90, also gar nicht mal so schlecht. Mentale Werte auch alles im grünen Bereich. Technische Werte, Ballkontrolle 81, Dribbling 78, Flanken 85. Seine Arbeitsrate, Angriff ist auch hoch. Das ist doch auch schon mal nice, da er immer oft mit nach vorne geht. Besonders Flanken 85, das ist richtig interessant. Die defensive Werte auch 78 von Anfang an, bekommt 8 Gesamtstärken mehr und wird dadurch noch ein richtig, richtig guter Verteidiger mit 86. Nächste Talent kennt ihr wahrscheinlich auch. Luke Shaw, leider zurzeit verletzt, linker Verteidiger, spielt bei Manchester United, kam aus Southampton, schwacher Fuß 2, Spezialbewegung auch zurzeit eine 78, bekommt aber auch eine 86, genau wie Willems. 8 Gesamtstärken, nochmal mehr. Antritt, Sprintgeschwindigkeit, Beweglichkeit, Ausdauer, Stärke, Reaktion im grünen Bereich, außer Balance und Sprungkraft, aber was wird wahrscheinlich noch. Abfang 75, technische Werte, Ballkontrolle, Dribbling, Manndeckung, Grätsche, alles gut, faire Zweikampf auch gut, Flanken 76, wobei ich jetzt sagen muss, wenn man das so vergleicht, Willems hat eine 78 und Luke Shaw, dann finde ich Willems für 78 viel, viel stärker als Luke Shaw. Wenn man es hier nicht nochmal ganz kurz vergleicht, die Werte, er hat viel mehr grüne Werte und Flanken hat er 85, da hat Luke Shaw nur 76, aber Manndeckung ist ein bisschen schlechter und ja, also in den defensiven Werten ist Willems schlechter, dafür ist Luke Shaw dann natürlich da besser, hat aber auch Arbeitsrateangriff hoch und ist 1,85 groß, ja, also mit 8 Gesamtstärken mehr, denke ich mal, wird er da in Willems in keinen Werten nachstehen und auch ein richtig, richtig guter Verteidiger, ist er jetzt schon, aber er wird natürlich noch viel, viel besser und geht an die 90 fast dran. Das nächste Talent ist auch unser bestes Talent, ist Kurzawa. Er spielt bei PSG, war davor bei Monaco, wenn ich mich nicht irre. Linker Verteidiger natürlich, schwacher Fuß 3, Spezialbewegung auch 3, hat eine 80, bekommt aber einfach mal noch 8 Gesamtstärken mehr und hat eine 88 dann. Mindestens, es gibt ja Spieler, die über ihr Potenzial steigen, das war ja bei den letzten FIFA-Ablegern auch immer so. Das kann sein, dass er auch eine 90 kriegt, wenn er richtig abgeht. Seine Werte sind einfach mal mega mäßig, also jetzt schon richtig, richtig guter Verteidiger. Müsste auch tief in die Tasche greifen für ihn, 18 Millionen, also da müsste bestimmt 25, 30 ausgehen mindestens. Weil er einfach jetzt schon so gut ist und dann noch so gut steigt. Physische Werte, mentale Werte, technische Werte, alle im grünen Bereich richtig, richtig top, außer Freischusspräzision, aber das ist ja auch egal. Defensiv gut, offensiv gut, kann man eigentlich nicht meckern und mit 8 Gesamtstärken mehr, da wird er nochmal richtig, richtig stark. Das letzte Talent spielt in der zweiten englischen Liga. Weil Hull City sind ja letztes Jahr abgestiegen. Linker Außenverteidiger kann er auch spielen. Schwacher Fuß 2, Spezialbewegung 2, 73 von Anfang an. Und er bekommt eine 84. 11 Gesamtstärken mehr. Genau wie Mazuka. Zu den physischen Werten: Antritt, Sprintgeschwindigkeit, Beweglichkeit, Ausdauer. Sehr gut. Besonders die Ausdauer und die Sprintgeschwindigkeit. Also ist er auf den ersten Meter nicht so schnell, aber am Ende zieht er noch richtig an. Ballkontrolle ist gut. Dribbling nicht so stark. Manndeckung in Ordnung. Faire Zweikämpfe auch ganz gut. Flanken 76,
Geht schon 69, ja, da kann noch ein bisschen was besser werden. Wird er ja auch 11 Gesamtstärken mehr und da werden sich alle Werte wahrscheinlich in grüne umwandeln. Und das wird auch ein richtig interessanter Spieler. Ist gar nicht mal so viel wert. 4,3 Millionen, das heißt, ihr müsst da schon ein bisschen was ausgeben. Ist ein bisschen weniger wert als Mazuka. Masuaku, Entschuldigung, Mazuka sage ich die ganze Zeit, Masuaku. Und ich denke mal, da könnt ihr natürlich auch hochleveln und dann für viel Geld verkaufen. Das auch schon wieder von den 5 besten linken Verteidiger. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt auch gerne in die Kommentare rein, was ihr als nächstes sehen wollt und lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin jetzt raus und sage tschüss.